Oh, hallo, Katastrophenkonfi ist wieder da. Wir machen weiter Hallo. Der Mero hier bei Let's Play Your Level. Bei... Wer diesen Part liked, ist eine Hurentochter. WKG... WKGP. Und wer diesen Part nicht liked, wünscht Conan ein schlechtes Referendariat. Das ist, damit kann ich leben, damit kann ich eher leben als mit dem anderen Wort von gerade. Ich weiß gar nicht, warum ich Conan einfach mal um und bezeichnet. Flo hat gesagt, ich will das Puzzle jetzt nicht spielen und ich will das Puzzle jetzt auch nicht spielen. Tschüss! Das ist das, was du mir mal geschickt hast. So. Ja. Wir suchen jetzt hier den Secret Exit. Genau. Weil woanders kann ich ja gerade gar nicht hin. Doch. Wohin denn? Nach oben. Nach oben, aber gut. Die Gewinner gehen immer nach oben, laut Ernährung. Wo ist nach oben? Ist der Finger oben, wird man dich loben. Genau, ist der, du hattest bei dem Level, was du vorhin gemacht hast, wo der Oh Schick mein Gott, ich bin ein Dumm, danke. Ja, bitte. Ich weise dich immer wieder gerne drauf hin, ist kein Problem. Oh mein Gott. Hey, ich habe letztens Pascal bei mir an der Uni getroffen. Ich weiß, hast du also German SMW Hack Tutorials. Bass LP, keine Ahnung. War nice. Ja, ist ein netter Dude. Baut schöne Ist ein chilliger Dude. Spielt ich war zwar ein bisschen gut. Angetrunken, aber... Kann man Warst du angetrunken an der Uni? Was? Ich? Da hau ich mal jetzt direkt die Mails an den Dozenten raus, oder an die Professoren. Du bist doch eins fleißiger Student. Die Röhre ist doch bestimmt. Aua. Ich komm halt nicht ran, Mann. Okay, die Röhre ist nicht. In welche Richtung geht der Secret Exit? Dann muss ich durch eine Röhre, rechts. Oder? Ja, woanders hin kann ich auch gerade gar nicht. Ja, du könntest dich einfach umdrehen. Ja, du könntest ja auch alternativ auf Layer 2 laufen. Ja. Was? Oh, da ist... warte, hatten wir hier nicht ein P-Switch? Ganz falsch, ich muss Mode 7 Ach aktivieren. Mein Gott, ich bin dumm. Ich hab doch da in der Mitte war doch noch was. Das hab ich doch gar nicht parallel ausgelöst. Dann. Scrolling. Flo, warum arbeitest du eigentlich nicht mit Custom Layer 3? Paper Zock hätte Custom Layer 3 damals richtig gut gefunden in seinen Contests. Nö. Sind doch drei Layer. Sind doch drei Layer. Oh, scheiße. Siehst du doch, Parallax Scrolling im Hintergrund. Ja, fuck. Hast du sogar vorhin noch gesagt. Ups. Nee. Ich gehe dann mal. Ich habe kein Recht mehr, mich mit SMW zu beschäftigen. Apropos mit SMW beschäftigen. Die drei Layer wird in die Beschreibung. Conan wird in die Beschreibung einen Link zum SMW Central Thread verlinken, wo Biop und ich gerade ein Projekt am Laufen haben. Könnt ihr mal reinschauen. Kannst du das machen, Conan? Aha, wird er das? Ja, mach ich. Ja, das ist nett von dir. Ich weiß nicht, was und du P-Switch, meinst. Dafür, dass du es machst, P-Switch war schon ganz richtig so. Aber ich glaube wahrscheinlich hier vorne, das Ding muss ich auslösen, das da hier. Das habe ich damals gar nicht genutzt. Weil was ich wird denn da drin sein? Weißt du, was ich damals genutzt habe? Conny, du musst da übrigens nicht oben durch rein. Kannst ja mal den Block auslösen daneben. Da rechts. Ja, einmal nach rechts werfen die Shell jetzt. Muss man nach rechts setzen, Shell. Ach, den! Ja, nicht die Ding. Ja. Ach, den? Oh, cool. Alter. Das ist ja praktisch. Jan. Ja. Habt ihr mal eine leisere mechanische Tastatur? Nein. Ich liebe das Klacken. Da, ja, kann ich auch. Mach es aus. Mach es aus. Vielleicht werden die das noch kennen. Anstatt dass du einen Block nimmst. Oh. Oh. Ah, guck mal, da zufällig ist dann Springboard und dann ist Block, es doch die Röhre, die ich gesehen hatte. Echt? Dann ist da jetzt halt ein Block oder sowas aufgetaucht. Oh. Ja. Wupp! Ja, das war natürlich. Unbekannte ja, Unterhaltung. Ich habe gerade eine Unterhaltung mit mir selber eingerichtet. Cool. Guck mal, Conan hat's doch fast. Und die geht nicht mehr weg, Jan. Damit kannst du die Skype-Server voll überlasten. Ich spiel mal diesen Raum wenigstens mal ohne Saves. Okay. Das ist erst einfach. Okay. Oh, ein plötzlich ist ein Schlüssel aufgetaucht, das ist ein schlechtes Level-Design. Aber nur weil er ohne Spiel. Ja.
Du ja, dumm. Selbst. Nein. Also in dieser Falle tappt man halt nicht, wenn man damit selbst spielt. Ja, doch, in die aber Falle schon. Man lädt halt einfach nur sofort. Ja. Das war ja, fies. Ciao, Cooper. Der ist nett platziert. Props. Props jetzt, Flo. Jetzt kommt das erste Puzzle. Was steht im Titel? Straight Outta Jump. Straight Outta Bückeburg. Like, wer ist falls jetzt hier fiese Leute sagen, ich hab das geklaut, ne? Ich hab's gefixt. Das Puzzle. Oh, nicht der noch, nö. Jetzt kannst du es nicht mehr breaken. Ich wollte einmal sehen, wie du es richtig spielst. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie das ging. Ah, gut. Scheiße. Ich hab noch viel besser. Ich hab's schwieriger gemacht. Jetzt kommst du nicht mehr so leicht rüber. Ich hab das halt echt vergessen, wie das ging. Okay, jetzt muss ich mich erinnern. Das ist nicht gut. Lies mal die Messagebox. Ja. Ja, er wird schon noch eine Messagebox lesen. Warte, wie ging das denn? Natürlich hat Conan vergessen, wie der Level geht. Natürlich mit Y. Ja. Natürlich. Sicher, Digga. Kann mir ja mal jemand von euch sagen, warum Dani sich seit gefühlten 2 Monaten nicht meldet? Der hat wahrscheinlich auch zu tun. Jetzt, wo er fleißig ist, sind wir ihm nicht mehr gut genug. Ich bin mal 3-mal angeschrieben bei Skype, weil er hatte eigentlich noch was an dem Hack zu machen, ein Boss-Level und sein Level, welches er angefangen hat, aber das hat er irgendwie nicht. Ja, wahrscheinlich sind wir ihm einfach nicht mehr gut genug, der hat ja auch schon ewig nicht mehr in der Gruppe geschrieben. Conan, du hast einen Yoshi. Oh. Intelligenter Mensch. Da war ja was. Ich geh mich dann mal löschen. Ja, bitte. Mach schnell. Oh, bitte geh dich nicht nur einmal löschen. Ach, ich dumm. Ah, oh, One-Up einsammeln, sehr gut. Aber wir haben doch jetzt herausgefunden, dass Löschen das gleiche ist wie Selbstmord fordern. Ach, shit, wie ging das denn? Von wem war das denn jetzt? Boah, ich weiß gar nicht, von wem das war. War das von Susie Grime nicht sogar? Ach, keine Ahnung. Von irgendjemandem aus der Richtung halt. Die Leute fordern, dass ich mich lösche, also wollen die, dass ich Selbstmord begehe. Dann jetzt rätsel doch mal mit. HF, gib mal Tipps. Du musst den Mode 7 aktivieren. Was ist ein Tipp? Ach so. Du musst einen Poki spawnen und dir daraus den Exit bauen. Du musst Yoshi einen Poki spawnen und den dann damit man den Yoshi hier nutzen kann. Genau. Und du hast die Messagebox noch nicht gelesen, Conan. Da steht ja der Tipp drin. Ja. Ups. Du musst springen, Conan. Das ist mein Tipp. Ich finde interessant, wie das wirklich wie 2 Dreiecke aussieht. Gefällt mir. Oh, den Mathematiker, den macht das richtig an, wenn da 2 Dreiecke sind. Beziehungsweise theoretisch auch 2 Trapeze und 2 Dreiecke. Das geht natürlich. Boah, geil, Trapeze und Dreiecke. Boah, das macht mich richtig heiß. Fuck. Jetzt hab ich hier erstmal. Ah ja, hast du, Conan, hast du gehört, dass der längste mathematische Beweis fast 200 Terabyte? Hast du das mitbekommen? Wie kann denn jetzt ein Beweis eine Länge haben? Von eine Länge, die in Dings. Also, was, wie? Der größte Der jahrtausendalte Beweis. Satz des Pythagoras gibt immer noch Rätsel auf. Eines davon haben Mathematiker nur mit Hilfe eines Supercomputers gelöst. Ja, Supercomputer und Speicherplatz halt, ne? Ah ja, okay. Es gibt unendlich viele Kombinationen aus ganzen Zahlen, die Gleichung erfüllen. 3, 4 und 5 etwa oder 20, 99 und 101. Ja, und es gibt eine allgemein bekannte Formel dafür, solche Lösungen zu generieren. Worauf fällt jetzt raus? Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber auf jeden Fall haben 200 Terabyte Speicherplatz gebraucht, um das zu berechnen. Scheiße, wie mache ich das hier? Ich erinnere mich nicht mehr, das gibt's doch nicht. Das kann doch kein so schweres Puzzle gewesen sein, das war ja ein Jump. Das hier ist das, was rauskam. Schwierig. Was das schwierig. War nein, Conan... 2 Terabyte und Mathematik, da werdet ihr das Conan ja hebt Gewicht, also ist es schwer. Conan, du kannst doch einfach einen Throwblock auf Yoshi grabben, dann läuft er da links in den Tod. Durfte ich das? Boah, so egal, das ist eine Spielmechanik, natürlich darfst du das. Stellt euch Conan als Gewichtheber vor. Das fände ich kannst, ja, wenn du glitschen willst, meinetwegen. Na, eigentlich du kannst nicht. Aber auch den Yoshi rüberwerfen da, ne? Rechts. Ohne die beiden Blöcke zu aktivieren, das weiß ich schon. Ach Gott, ich dumm. Aber ich hab's gefixt, deswegen ist es relativ schwierig, den drüber zu werfen. Wieso, wie kannst du das gefixt haben? Ich hab's höher gemacht. Und ich hab die Dings-Coins entfernt, wenn man die einsammelt. Ja, das ist schon mal falsch jetzt. Aber mach mal. Wieso, er ist doch jetzt drüben.
Ja, irgendwas war falsch. Als ich das damals gefixt habe, war das falsch irgendwie. Aber keiner. Vielleicht geht's ja. Okay. Vielleicht ist mein Gedächtnis auch nicht so. Jetzt geht das halt jetzt wieder nicht. Oh nein, leck mich doch. Ja, das musst du doch gar nicht machen. Du kannst dich doch einfach in die Mitte der beiden Blöcke stellen und dann einen wegnehmen. Genau. Ja, die Sprites. Ich wollte halt ein paar behalten wegen Yoshi hier, aber... Ja. Oh. Oh ja, jetzt kannst du den Invisi-Yoshi machen. Wieso ist da hier... Ja gut. Wenn du den gelben jetzt wird, das wird ja unsichtbar. In before, das funktioniert jetzt nicht, weil ich da so einen Yoshi hingestellt habe. Ja, egal. Super, habe ich das gefixt. Der gelbe alles, wird unsichtbar. Alles glitscht. Der gelbe wird legend unsichtbar, wenn du den jetzt fütterst. Großartig das ist. Vielleicht geht's ja noch nicht mal, Conan, dann musst du dann... Du musst, pass auf, Conan, du musst die Farbe des kleinen Yoshis ändern, indem du ihn auf die Zunge warpst, während er gerade spawnt. Du willst nämlich eigentlich ein blaues Yoshi haben. Aber das wird in der Situation nicht funktionieren. Ja, okay. Guck mal, geht auch. Fuck, der andere wird unsichtbar, naja, egal. Ja, das ist ja gewollt sogar. So, nein... Ja doch, Zunge ausstrecken und springen. Zunge ausstrecken und springen. Bringt nur nix. Ja, du hast ein Leben eingesammelt. Hast du geschafft, Conan. Juhu. Du kannst jetzt euch den Boden klippen. Wie geht das denn weiter, sag mal? Ich bin dumm. Guck mal, was hast du denn da links noch, Conan? Der hat da links nichts. Na doch. Also jetzt ist verkackt. Ein unsichtbares Yoshi. Oh nein. Genau. Ja, aber du siehst doch, das was ich meine, liegt da sogar noch. Ja, die rote Schild, die hatte ich aber hier auch. Ja, aber was macht denn ein gelbes Yoshi, wenn es eine Shell im Mund hat? Und was bringt dir vielleicht die Shell, die da lag? Feuerspucken. Ach so, ja, genau. Du musst Sprites töten, im ganz recht. Conan, verstehst du das wirklich nicht, worauf ich hinaus wollte? Nein. Ich verstehe das wirklich nicht. Spur zurück. Irgendwie in Fairy-Wipes gerade wieder. Spur zurück, bis die Shell wieder da liegt. Nicht die, sondern beide. Okay. Bis beide wieder liegen. Warum sagst du ihm das ganze Rätsel? Ach, ja, warte, ja, ist okay. Danke, Jan, ich bin dumm. Ja, ich möchte dich weiß, noch mal immer das eine Mal erinnern, wo ich Super Puzzle Land 2 gespielt habe. Shit. Und du bei jedem Rätsel meintest, dass es doch offensichtlich wäre. Ja. Klappe. Nee, nicht Klappe. Das ist einfach mal. Totale Dummheit. Jetzt musst gerade. Du das Sprites da rechts. Du musst jetzt mit Yoshi die Vine hochklettern, ne? Und früher waren ja One-Up-Checkpoints, die haben dir das einfach. Da hast du da einfach die Vine benutzt, obwohl du dich vorher rübergeglitscht hast. Das habe ich gefixt. Na gut. Wie ging das denn weiter jetzt hier? Da habe ich das auch gefixt. Ah, jetzt brauchst du ein Springboard, um durch die Messagebox zu kommen. Da wollte ich nicht rein. Ja, das ist gut. Unsichtbare Yoshi nehmen. Ja, stimmt. Komm, ich wirklich einfach ran. Hau rein, Hauptsache du kommst ins Ziel. Shell Jumps. Double Shell Jump. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Ja, das funktioniert ja theoretisch. Nee, ich meine, das, was Conan gerade versucht hat, die Shell hochzuwerfen und sich davon irgendwie nach unten tragen zu lassen. Das will ich doch gar nicht machen. Keine Ahnung, was er da versucht hat. Ich wollte die nur abstellen. Ja, weil die ja. Du musst einen Walljump an den braunen Blöcken machen, damit sich die Coinsnake aktiviert, diese Blocksnake da. Genau so habe ich das gefixt. Aber er steht ja eh auf braunen Blöcken. Obwohl, das sind vielleicht Map 16, die sind gar keine braunen Blöcke. Du willst doch jetzt nicht. Nein. Würde ich nie tun. Das ist immer noch ein Yoshi. Pass auf, du machst jetzt Double Shell Jump hier hoch, holst das unsichtbare Yoshi und dann glitschst du dich damit da durch. Das dürfte sogar passen von der Höhe. Wenn er vorher einen Double Shell Jump macht, dann kann es sein, dass er sich sogar dadurch umbringt mit dem Invisi Yoshi. Das wäre geil. Nein, Moment. Warum ich weiß selber gar nicht mehr, wie es weitergeht. Irgendwie ging es weiter. Jetzt ist das Invisi Yoshi weg übrigens. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob Conan das auch weiß. Wieso hast du jetzt. Wieso nimmst du dich das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Ich Yoshi jetzt Conan. Darüber. Aber Conan sollte das eigentlich auch wissen. Ich hab echt vergessen, das ist schon ewig lang her, als ich das gefixt hab. Hallo verwirrt, ich bin ja. Bevor ich hab so gefixt, dass. Aber war es nicht so, dass man dann da drüben gestartet ist, weil man gestorben ist, weil man einen gewissen Bereich geschafft hatte? Nee.
Nee. Hatte das nicht so einen Mittel-Checkpoint? Conan, jetzt hol dir mal das unsichtbare Yoshi, was noch links liegt. Nee, ich hab an den Röhren nichts verändert. Also die führten alle ins... Er wird's einfach nicht finden. Du darfst nur nicht spinjumpen. Ich hab's doch schon. Hui. Ja, gut. Boah, das dürfte nicht passen, weil du vorher gespinjumpt bist, bevor du da an der Stelle warst, um den einen Block zu zerstören. Du müsstest quasi groß werden, den einen Block zerstören, dann zurückkommen und das unsichtbare Yoshi zu holen. Hier drin ist schön. Das ist auch gut. Ein Softblock. Ja. Schlechter Hack. Ja, schlecht, dass ich das nicht gefixt hab. Was machst du da? Oh nein. Wie konnte ich denn Yoshi darüber? Oder wollte ich überhaupt? Alter, wie ging das denn hier weiter? Ja, du möchtest mit Yoshi die Weine hochklettern. Das würde mit dem unsichtbaren Yoshi sogar gehen. Du holst das unsichtbare Yoshi, steigst... Ja, das würde gehen. Oh nein, ich bin dumm. Du könntest auch natürlich den blauen Koopa in deinen Mund nehmen, dann kannst du da fliegen. Hier ist ja noch das Ei. Entschuldigung. Ja, jetzt geh auf das andere drauf. Oh. Ja, hol das grüne. Oh shit, jetzt ist das wieder am Leben. Du hättest das unsichtbare Yoshi doch machen. Du hättest mit dem unsichtbaren Yoshi klettern können. Nein, er muss das auch wegschmeißen. Ja, aber er hätte... Ja, aber er hätte mit dem unsichtbaren Yoshi klettern können. Er hätte damit klettern können. Das wäre viel besser gewesen. Jungs, contain your autism. Conan will das jetzt so schaffen. Was hast du gegen Autismus? Ich finde Autismus gut. Ich bin ja auch Autismus ist richtig und wichtig. Hallo, keine Witze. Ja, okay, Conan. Oh, das war dumm. Nein. Super. Das war vollkommen intelligent. Also, außer dass das Yoshi weggeworfen hat, also war alles Jump gut. Also, soll man das eigentlich ohne Safe-State spielen, nur so. Ja, und dass er halt jetzt nicht mehr rüberkommt. Ja, und ich bräuchte halt... Natürlich kommt er da rüber. Du nimmst einfach die Shell in den Mund und stampfst die andere Shell da hoch. Oh. Scheiße. Hast du gut gemacht, Conan. Oh. Ich frage mich, ob Conan da drauf gekommen wäre. Ich hab's natürlich gewusst, ich wollte jetzt nur nichts sagen. Und jetzt musst du den Turnblock durchs ganze Level duplizieren. Ja, meinetwegen, du. Jetzt bräuchtest du ein unsichtbares Yoshi. Nein, jetzt komme ich erstmal darüber. Ich brauche nur die Shell da drüben. Oder halt nicht. Ich brauche nur erst die Shell da drüben. Ich glaube, ich habe das hoch genug gemacht. Auf jeden Fall habe ich es gefixt. Conan, du kannst die Shell auch einfach durch den Linksblock werfen, ne? Ich lösche mich gleich. Ich weiß nicht, ob man da so hoch kommt, du. Hä? Warum geht das nicht? Du musst vorher noch einen Rolljump machen, ansonsten ist es nicht hoch genug. Ich fix dich auch gleich. Ja, eigentlich muss man. Ja, bitte. Eigentlich muss man darüber kommen. Ja, dann mach's halt so. Ja. Ah, jetzt hast du aber das Yoshi nicht mehr. Ist aber sehr. Hätte auch durchfallen können. Guck, wie hoch das gemacht wurde. Oh, guck mal, da ist ein blauer Koopa. Wenn du jetzt noch einen Yoshi hättest, ne, dann könntest du fliegen. Oh, guck mal, oder du könntest den One-Up-Block duplizieren, dann hättest du da einfach einen. Wall-Jumps, wie wär's damit? Einseitig. Dazu kommen wir später noch. Warte, was? Ach, nein, Yoshi, ich kann halt einen Wall-Jump einbauen. Ich habe ja zum Glück ein paar Einsendungen bekommen für Level. Ich glaube, insgesamt sind es 3 Gastlevel. Yoshi, fall halt richtig, Mann. Jan hat auch ein Level eingesendet. Ja. Aber das wurde nicht akzeptiert, weil es zu schlecht war. Hast du, es kam später. Zu viel. Ich muss auch dabei sein. Zu viele Flying Mancha. Was? Achso, ich habe das. Nee. Ich hab das Castle, was nicht funktioniert hat, in den Ferien wieder eingesendet. Ich hab's gefixt und in den neuen Held gepackt und jetzt konnte es immer von vorne spielen. Ja, das ist ja, fast schon toll. Jetzt müsste ich nur drüben sein. Und dann muss Conan es nochmal von vorne spielen, weil es ja in einem neuen Hack drin ist. Das fände ich gut. Ich glaube, ich mach das. Ich weiß nicht, ob das so gewünscht war. Ja, es war doch... Ich weiß nicht, ob das so gewünscht war damals von dem Jump-Ersteller. Niemals. Wieder am Glitchen, Conan. Aber Jump ist ein very hard Hack. Da darf man sowas schon machen. Oh, ich... Ich hab's nicht gefixt, ich hab's nur einfach so gefixt. Also. Conan, wann spielst du eigentlich Item Abuse weiter? Conan, wann willst du endlich mal Real Platinum Bot in Isaac? Ich verstehe dein Problem mit Item Abuse nicht. Der Hack ist nicht so schwierig. Ich verstehe dein Problem mit Real Platinum Bot nicht. Ja, das ist halt wirklich nicht schwierig. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sprung so schwierig wird da. Hast du deinen Hack überhaupt getestet? Nee, das Level, das habe ich ja nur gefixt, ich habe es nicht getestet. Gefixt? Ich habe
Ich hab mir Connens Let's Play angeguckt und gesehen, was er da falsch gemacht hat, beziehungsweise was er da gebreakt hat, und dann habe ich das gefixt. Aber dass man das jetzt nochmal so spielen muss, ne? Großartig. Alter Yoshi, jetzt fall halt in die Messagebox rein, wie wär's denn? Connens, es wäre halt auch vielleicht ein bisschen hilfreicher, wenn du einfach ein bisschen weiter links ab, von Yoshi abspringen würdest, ne? Dann würde Yoshi auch ein bisschen weiter links hinfallen. Vielleicht nicht direkt an der Wand abspringen, weil wenn du direkt an der Wand abspringst, dann... Ja, so weit kann Connor nicht denken. Ja, guck mal. Ich wollte ihn doch einfach an der Wand abprallen lassen, Mann. Jetzt musst du Yoshi rennen lassen. Einfach. Ja. Krass. Oh, warum? Ich muss doch an die Shell noch rankommen können, oder? Ach nee, das ist die andere. Ah, ich hab die kaputt gemacht, die andere. Ja, okay. Moment. Ja, ja, die schnellste Methode, eine Ranke hochzuklettern, ist übrigens 5 Frames lang springen und danach sich einen Frame lang an die Ranke halten. Ich hoffe, du machst das jetzt auch. Guckste, hat nicht gereicht. Ja, nochmal. Ich hoffe mal, du spielst das Safe-Set das gleich noch, ne? Ja. Ich... Fuck. Oh, nein! Oh, nein! Stell dich nicht so an. Oh, was mache ich denn hier für eine Scheiße? Ich meine, du kannst ja auch den anderen Yoshi holen und dann die blaue Shell zweimal. Ja. Quatsch, ich erwisch den ja locker. Ich bin nur dumm. Ich bin nur dumm. Und erwisch ihn halt nicht, aber gut. Die Wine ist zu langsam. So, easy. Ah. Tschüss. Und jetzt brauchst du den Yoshi noch, der sollte leben. Schade. Wenn er den Level nur gefixt hat, dann nicht. Er macht jetzt einen Shelljump. Wieso nimmst du 1000 Meter Anlauf? Er macht einen Shelljump. Ich weiß es nicht. Ja, aber warum denn nicht? Warum macht er 1000 Meter Anlauf? Kommt doch ein Yoshi raus. Schön, wie die, Shell da durch die Ecke da. Ja, das fand ich auch gerade interessant. Ist die offen? Nee. Ja, für Sprites ist die offen, doch. Ja, für Sprites ist die offen, weil die ist eigentlich gar nicht solide und dann hat Nintendo damals einfach immer den Invisible Solid. Genau, stimmt, das ist der Invisible Solid Block, yo. Und das ist auch der ganze Grund, warum dieser Sprite überhaupt existiert, aber eigentlich ist das völlig sinnlos. Ja, richtig. Okay. Oh, übrigens, Cut off. Jump! Jump! Das Windmaker HD Race ist fast vorbei, glaube ich. Muss doch zum Jump Level passt doch ein Jump. Jump. Nein, es ist ein Jump und kein Jump. Jump. 30 Minuten warten. Wann spielst du eigentlich Jump? Ja, Straight oder Jump? Wann fängt eigentlich Referendariat an? Ach, Montag. Übermorgen. Ja, Montag. Irgendwann ist es wirklich ein Montag. Das ist richtig. Montag gibt es eine dicke, fette Anzeige erstmal. Ich sag mal so, du musst das Puzzle schon spielen, ne? Irgendwann. Ja, guck jetzt mal, nicht. Sauer. Mit Yoshi-Coins. Jetzt spielen wir erstmal Ente ist sauer. Oh, guck mal, das sieht schön aus. Das ist ein gutes Level. Ein Scrolling-Level. Ja, aber dazu musst du ja die Musik hören. Das ist uncool. Ich hab eine Atmosphäre, du. Aua. Warum sind da keine Moles in dem Level? Kommen bestimmt noch. Der Mole-Sprite meine ich, der Cluster-Sprite halt. Huch. Aber da sind Custom-Graphics drin. Also musst du die Atmosphäre und die Musik können. Schön, ne? Stirb. Und findest du die die Footballköpfe, die lachen? Konne eine Sprache aus. Weißt du, woher das Lied ist, Flo? Nee. ich kann sagen, wie es heißt, du. Ich weiß es, deswegen frage ich. Wahrscheinlich aus Toho, oder? Nein. Es ist eine langsame Version eines Lieds, was eigentlich viel schneller gespielt wird sonst. Habe ich noch nie so gehört, ist ja großartig. Was für ein Lied? Jetzt sag doch mal, jetzt machst du mich neugierig. Das ist von Phoenix Wright. Oder Phoenix Wright. Phoenix Wright. Ich weiß halt nicht, wie man das ausspricht vernünftig, aber... Die Atmosphäre... Ja. Oh, guck mal, wie diese Pflanze da abgehakt ist. Schlechter Hack. Oh, das war echt schlecht. Schlechter Hack, mal die... Schlechtes Level-Design. Die Schussdinger gehen verloren hinter den Bäumen. Dadurch kann man nicht vernünftig ausweichen. Schlechter Hack. Aber wie findet ihr den Cluster Sprite? Ja, der ist leider, der hörtet Conan leider nicht, deswegen finde ich den nicht so geil. Ja. Für den Cluster Sprite nice. Hab ich eingebaut. Wie soll ich denn da hinkommen so schnell? Von oben wahrscheinlich schon, oder? Vielleicht. Ach, scheiße. Du sollst einen Corner Clip machen. Das ist uncool. Ach, hier, ist da auch HDMA drin? Ja, ne? Ja. Stimmt. Schlecht. Oder,
Ich entschuldige mich für die Save-States, dass das unten auf dem Boden. Das ach, ich sehe es. Fadet ja da so ein bisschen. Aber das Lied geht eh kaputt, dadurch, dass die Leute hier reden. Und durch meine Save-States. Was machst du denn da? Ich will einfach mal gemütlich rutschen. Ich finde, du hättest keine Gegner einbauen sollen, Flo. Ja, für Conan. Weil so geht die ganze Musik kaputt. Aber selbst Abgründe hättest du wahrscheinlich rausnehmen müssen für Conan. Ja, einfach eine gerade Ebene, nur mit der Musik. Ja. Das ist echt ein schönes Lied. Also, das ist eine schöne Version davon vor allem. Schöner Part, Port, ja. Ich weiß. Und er stirbt. Ich hoffe mal, du hast es auch selbst geportet. Klar, ja, die meisten Sachen sind selbst geportet. Deswegen weiß auch, wie es heißt. Deswegen habe ich auch keine Leute am Ende erwähnt für die Grafiken und so. Alles selbst gemacht. Ja, hatte keine Zeit mehr, sorry. Oh, Prinzessin Peach Münze. Boah, die würde ich mir auch in die Tasche stecken. Danke. Würde ich mir danke, würde bei mir ist draußen ein Gewitter, Conan, wie geht's so? Was? Also Peach würde ich mir richtig hart ins Regal stellen. Bei mir ist draußen ein Gewitter. Ich muss eigentlich die Physik von dir und dann können wir wieder tolle Tweets über Gewitter lesen. Nein, das Gewitter war hier schon. Was sagst du jetzt? Ja, ich hatte vorhin hier Gewitter. Ich hätte gestern auch ein Gewitter. Es reicht schon einmal pro Tag, also noch eins brauche ich hier echt nicht heute. Bist du eigentlich für eine Männer? Aber ich konnte nicht twittern. Oh Gott. Twittern. Was bist du eigentlich für eine Memme, Conan? Ich finde, das Safe-State macht den ganzen Hack kaputt. Ja, sorry, Mann. Diese Stellen sind so gut erdacht. Ich hoffe, du spielst den Hack danach noch ohne Save. Ganzer Abend versaut. Das ist ein blödes Scrolling-Level. Da muss ich Safe-Staten. Ja, aber das ist ja Scrolling wegen dem Feeling. Wegen der Musik. Ist das jetzt eigentlich ein Level? Oh. Ganzer Abend versaut. Oh, schwach. Da ist ja ein Loch. Hat er nicht gefixt. Ist ja nix. Komisch. Boah, Conan. Ich komm halt nicht mehr raus jetzt. Auf SMB Central hoch. Nee. Ich hab jetzt auch ein paar Level. Das ist doch ein Level sogar von Jump geklaut. Das werden die wahrscheinlich, wenn sie den eh nicht annehmen. Der Fuela ist auch angenommen worden. Ist hier eine Röhre? Alter, ich sterb die ganze Zeit an den Blumen da oben. Oh, schwach, Priority ist nicht konstant gesetzt. Drück mal die 1. Wo ist die Priority nicht? Das ist allerdings eine gute Idee, danke Jan. Ja, aber dadurch siehst du Röhren auch nicht. Ja, aber dadurch sehe ich die Pflanzen, die ich ausweichen darf. Obwohl doch, dadurch würdest du Röhren sehen, weil das müsste Layer 2 sein. Da kann also keine Röhre sein, außer sie wäre... Ja, natürlich, kann da eine Röhre sein. Die könnt ihr einfach mit mehr Pixel außer, genau, außer es wäre eine X-Light-Röhre. Hier ist nichts, ich komme hier nicht mehr raus. Aber die würde auch nicht sehen. Ja, aber immerhin ist es kein Softlock. Du kannst nur auf zwei Methoden vorne spielen. Willst du mich verarschen? Natürlich kommst du da nicht raus, das ist ja Scrolling. Ja, aber was ist das dann hier unten? Ein Secret. Das ist super Secret. Das sind meine Secrets. Einfach nichts. Das Secret soll uns lernen, man soll sich auch mal mit weniger zufrieden geben. Ein Hauch von nichts. Ein Hauch von Tüll. Ja. Ein Hauch von Softlock. Naja, war ja nicht Softlock. Ja, war ja gar nicht Softlock. Ein Hauch von Tüll, das gehört in den Müll. Mensch. Ich weiß ja nicht, ja. Weil wir es gerade von nichts hatten. Viele Leute beschweren sich ja, weil Breath of the Wild so leer ist. Was kannst du aus der Wasser machen, bitte? Breath of the Wild. Conan, du machst den ganzen Hack kaputt. Breath of the Wild. Entschuldigung, Mann, Zelda. So. Breath of the Wild. Ich finde neue Zelda. Ich finde eigentlich, die leere Fläche ganz, ganz. Ich finde es vor allem realistisch, muss ich sagen. Breath of the Wild. Oh, was ist das denn hier? Das ist wieder so ein Secret. Secret kann sich löschen. Ja, er muss da runter. Ich hab's schon verstanden. Breath of the Wild. Okay, lass mal. Das sieht ja auch komisch aus, du. Tschüss. Hui. Wie soll ich da wieder hochkommen mit einem Block, um den da oben rauszu... Och man, jetzt komme ich hier an die Yoshi-Coin ran. Ja, muss halt selbst sein. Gibt es etwas schon aufkommen oder was? Ja, natürlich. Oh, guck mal, eine verglitschte Zielsphäre. Ganz schlechtes Level-Design. Stimmt. Die könntest du halt sogar fixen, aber... Ja, ich hatte keine Zeit mehr. Das Level habe ich einfach so beendet, weil das war... Kommt man da so rüber? Ja, kommt man sogar so rüber. Mist. Du hast die Yoshi-Coin jetzt aber nicht gesammelt. Ja, aber die bleiben ja eingesammelt.
Das ist anstatt, dass du sie eigentlich einfach Selbstmord machst, weil du ja einen Midway-Point davor hattest, Conan. Kannst du Selbstmord machen. Ja, Conan, hast du Wolf aus Gewalt, gut, das stimmt wohl. Dann sammeln wir es ja halt noch. Er hat das privat bereits zu 100% durchgespielt. Alter. Ernsthaft? Was denn, Conan? Hä? Was? Ich habe jetzt 4 Yoshi-Coin. Achso, ja, klar, ich hab mich umgebracht. Alle gesammelt. Ja, ja, ich hab mich umgebracht, alles gut. Guckt mal jetzt alle ESA zu Ende hier, die in der Konfi sind. Das ist gut, was da gerade ist. Nein. Ah, da ist der Block. Danke. Ja gut, jetzt kannst du auch selbst... Nee, nimm den Block. Ja gut, das kann man da jetzt nicht sehen, dass man da einen Poki... Na gut. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich warte gerade auf den Poki. Meine Freundin spielt gerade auf dem Bett DS. Deswegen kann sie nicht mit euch reden. Aber ich schwöre, ich habe eine Freundin. Ja. Mach mal das... Oh Mann, du musst auch mal das... Mach mal das Rennenspiel mit dem Poki. Ja, kann ich ja machen gleich. Das ist doch keine Poki. Komm doch wieder, chill. Ich dachte, das wären Footballs. Ja. Aber das Rennen gewinne ich halt, ne? Ja, du musst ja am Ende eigentlich auch die benutzen, um da rüber zu kommen. Aber ich hab's Level jetzt schnell beendet. Deswegen. Ja, du bist viel zu schnell. Ach so. Ja, das weiß ich nicht. Man konnte da ja auch einfach so rübergehen. Ja, ich weiß, weil ich das Level schnell beenden musste, weil Dani sich nicht gemeldet hat. Und ich meinte, bevor du dein Referendariat machst, musst du Level fertig. Danke dafür, ey, Dani. Ja. Ja, guck mal, das ist eigentlich der Witz. Dass du da einen Pokékopf hinholst. Deswegen sind auch so viele. Ach so. Ja, gut, meinetwegen. Mach ich das halt so, dass du dann nicht mehr laufen kannst. Ist doch irgendwas Interessantes hinter der Goldsphäre? Nö. Nee. Das Screen geht ja nicht weiter. Schlechtes Level. Mario läuft gegen die Wand, schlechtes Level. High-Rise! Oh, guck mal! Weißt du, was auch High-Rise? Der Penis. Das ist Toho-Musik. Glaube ich. Aggressor zerreißt mich. Gut, wer, der guckt sich das gar nicht an, glaube ich. Der ist schon beim ersten Mal ausgestiegen. Nee, der hat mich auch auf Twitter geblockt. Der guckt meine Sachen nicht. Hör ich da einen leichten Front raus? Propchu hat mich auch gedisst, glaube ich. Ich würde dich auch auf Twitter blocken, wenn ich nicht wüsste, wer du bist. War das Propchu? Ich weiß es nicht. Irgendjemand von den Dingen her, die du schreibst. Ach, Mann. Die sind alle nicht auf dem intellektuellen Level, das zu verstehen. Ja, ja. Die verstehen mich alle nur nicht. Das sind immer die anderen. Ich verstehe meine Witze nicht. Schwarzer Humor. Oh, ich muss ja sagen, ich finde überhaupt, dass der SMW-Hintergrund überhaupt nicht zu dem Custom Graphics passt. Ja, weil die Custom Graphics sehen gut aus und alles, was aus SMW ist, sieht scheiße aus. Das ist richtig. Ich finde es witzig, dass es so schnell scrollt. Da hat Bjob übrigens ein ASM, ein Custom Sprite für geschrieben. Weil normalerweise scrollt der Hintergrund nicht so, bevor man eine Plattform betritt. Ihr kennt die Plattform, ne, in dem einen Level? Ja. Ja. Da hat mir Bjob was geschrieben, dass das immer auf 1 ist. Also, dass man die Plattform theoretisch betreten hat. So, so. Gut, ne? Grüße gehen raus an Bjob. Ich sehe immer noch kein Kai so hart. Es ist ja auch nicht Kaizo. Wer hat denn was von Kaizo gesagt? Du! Nein, hab ich nicht. Ich hab gesagt, es ist hart. Du hast geschrieben, Kaizo hart in der Kopf. Nein! Echt nicht? Moment. Nein, ich hab geschrieben, es ist hart. Und hart ist was anderes als Kaizo hart. Moment, bin ich einfach dumm? Ich muss das kurz nachlesen. Es ist hart. Ich muss jetzt also kurz das einfach nachlesen. Also wenn du das ohne selbst spielen willst, gerne. Aber es ist schon schwierig. Ist ja gesehen. Hab ich das denn echt die ganze Zeit falsch gelesen? Meine ja. Was ist denn mit mir falsch, Mann? Warte, ich zitiere das jetzt in die... Oh, Scheiße! Kaizo. Du hast halt echt hart geschrieben. Ich kann meiner Wahrnehmung nicht mehr trauen. Schwierigkeit hart. Ich kann meiner Wahrnehmung nicht mehr trauen. I'm out. Jetzt, wo er Lehrer wird, ist er ganz nervös. Ich konnte schon vorher meiner Wahrnehmung nicht trauen. Sonst hätte ich auch nicht in der ersten Staatsexamensprüfung gedacht, dass wir Algebra schreiben und dann haben wir Analysis geschrieben. Das, war auch sehr klug von mir. Da ist mein Speed-Switch für da hinten die Röhre. Oh. Ja, das ist Metall, da kannst du nicht durchkommen. Ja, aber die Statue nicht. Nee, die Statue nicht.
Weil sonst wäre das ganze Level, es sei denn, na gut, weiß nicht. Okay, wie kriege ich jetzt die Pflanze da weggepflanzt? Musst du ja gar nicht. Ich bräuchte so einen Block, so einen blauen. Binjab kennst du? Ach so, komm ich da. Das ist übrigens ein schlechter Hack, weil die Punkte, die angezeigt werden, werden nicht so gezählt. Die Punkte interessieren doch mich nicht. Na, wer weiß. Ah, da komme ich tatsächlich drüber. Du hast recht. So, mach dich mal weg. Okies. Jetzt machst du dich mal weg. Die grinsen so witzig. Hilfe! Das sind Asiaten-Pokies. Damit habe ich nicht gerechnet. Guck mal, die Schlitze. Ah, ne. Sag ich jetzt nicht. Aber die Augen sind auf jeden Fall schmal. Also nicht. Vielleicht brauchst du doch einen Block. Na, geht. Vielleicht bin ich einfach nur dumm. Ja, Double Grab, hau rein. anstatt das Springboard einfach hinten liegen zu lassen. Ja, Was denn? Ja, man hätte das Springboard liegen lassen können, das ist völlig richtig, aber ich wusste ja nicht, woher und nicht was. Übrigens gut, dass du Jan und HF jetzt rausgeschmissen hast. Hab ich doch gar nicht. Ja, und wieso hörst du nichts mehr von denen? Ja, du willst nicht reden? Ich hab damit nichts zu tun. Aber ist deine Konfi. Nein, nicht mal, du hast angerufen. Ja, stimmt. Ich glaube, ich könnte sie nicht mal jemanden rauswerfen. Rauswerfen finde ich gut. Ja, echt mal. Conan raus aus Deutschland. Wirtschaftsflüchtling. Bin ich dumm? Oh mein Gott. Eine nicht betretbare Röhre mit. Ist auch noch ein Secret, Conan. So. Hast ein unglaublich gutes Secret. Ach. Cool. Das geht hier echt? Oh, da steht ja wirklich was drin. Ja, da sollte drin steht, in hohem Gefilde ist Obacht angebracht. Oh, guck mal, das. Das ist auch ganz toll, wenn man versehentlich wieder zurückgeht. Obacht! Nochmal machen. Kann man die Scheiße nochmal machen. Oh Mann, die Zeit ist immer noch so. Was ist das denn? Scheiße. Also, was steht da drin? In hohem Gefilde ist Obacht geboten. Obacht? Ach, in hohen Gefilden ist Obacht geboten. Ich verstehe. Komischerweise habe ich. Ja, Obacht, Conan. Ja, ich geb doch schon Obacht. Nicht einfach runterspringen da. Ich guck doch Obacht. Schon. Obacht! Opa! Guck mal, wie oft du gestorben bist. Also, das, wenn das nicht hart ist, ne, Conan? Stell dich gar nicht mehr an, du. Ja, es tut mir leid. Für dich Mann. Ist es Kai so hart, eventuell. Nein. Ich hab halt echt Kai so hart erwartet, deswegen bin ich so verwirrt gewesen. Oh mein Gott. Was zum? Stirb! Der ist im hohen Gefilde. Was ist das denn für eine Attacke jetzt? Ich hab gelesen, dass in Japan ganz viele Sumo-Ringe, deswegen sind auch Sumo-Ringer drin. Passt, ne? Hab mir auch was dabei gedacht. Guck mal, alles für eine Yoshi-Coin. Toll. Ja, aber... Du hast keine Zeit mehr, das heißt, du stirbst jetzt. Richtig. Ja. Obacht! Bleiben die eingesammelt. Immerhin bleiben die, ich wollte gerade sagen, immerhin bleiben die gesammelten Yoshi-Coins. Ich muss bestimmt alle Münzen sammeln. Wie du nicht den Freitod wählst. Schon traurig. Ich muss bestimmt alle Münzen sammeln. Nein. Nein? Nein. Nein? Nein. 100% nicht. Nein. Ich spiel das Level, Mann. Ich finde, nein ist ein sehr schönes Wort. Ich finde, ihr solltet das Wort nein häufiger benutzen. Das heißt doch den einen Film, da heißt doch der Nein-Sager. Ja. Mit nein. Jim Mary. Nein, oder war das mit Tim Jerry? Bitte. Alter. Einfach nur nein, Flo. Ich will die Witzequalität dazugenommen seit den Ferien. Ich will nie wieder was von dir hören, bitte. Oh, das war traurig. Ja, Entschuldigung. Jetzt ich wollte nicht so gemein sein. Er wollte nicht so gemein sein, er wollte noch viel gemein sein. Conan, was machst du? Ich wollte gemein sein. Conan, was machst du denn da? Ich geh zurück zum Secret Exit, warum? Der hat doch kein... Hat das Level Secret Exit? Guck mal auf der Oberwelt nach. Ja. Ich stirb mal. Ja, tu ich doch. Das ist Rewinden und kein Sterben. Doch, da sterb ich auch. Aber du hast so einen Tod Rewinden. Ja, siehste? Das ist ja auch schon mal was, ne? Ein Teilerfolg. Und ach so. Das hatte dann echt einen harten Secret Exit. Da war ich aber ganz schön dumm mal wieder. Boah, wie uncool, das ist ein nicht angezeigter Secret Exit. Trollst du uns aber, Conan. Mein Trolleck trollt uns.
Also es war bei Kategorie Trolle. Nein, ich war halt einfach wirklich dumm. Es tut mir leid. Ich hab den Trollring gesprengt. Ich bin kein Troll, ich gebe zu, wenn ich dumm war. Ich war dumm. Ich muss erstmal den Trollring sprengen. Ich hab halt echt gedacht, das hat ein Secret Exit. Hab jetzt die Lachshot-Seite gehackt. Ich sag doch, ich kann meiner scheiß Wahrnehmung nicht trauen. Perfekt gesetzte Pflanze. Guck mal, wie oft du stirbst. Ich hab das gerade in Gimpnai gespeichert, dass du nicht wusstest, dass das Level keinen Secret Exit hat. Das brauchst du nicht in Gimpnai speichern, ohne das wird auf YouTube gespeichert. Lieber Marius Labus, dich hab ich, jetzt hast du richtig Scheiße am Arsch. Sehr geehrter Herr Marius. Oh, diese Briefe sind so großartig. Oh, guck mal, die dritte, vierte Yoshi-Coin. Können die Zuschauer wollen die Musik hören, Mann? Ja. Safe State. So. Du bist der Part schon 40 Minuten. Ich hab den Peace-Switch eigentlich wieder mitgenommen. Ohne Save spielst. Du kannst einen Save am Anfang machen, Con. Okay. Hat er jetzt den Peace-Switch? Den kriegst du ohne gespielt. Okay. Oh, wofür hat er jetzt den Peace-Switch? Da steht drin blau Spin-Jump, gelb Normal-Jump. Ich weiß nicht, warum die nicht alle gehen. Ich hab die alle eingestellt hier. Kann ich dir beweisen. Irgendwas kaputt gemacht. Hab ich irgendwas verpasst oder warum hat er einen Peace-Switch? Oh, guck mal. Ah, Gelb ist übrigens normaler Jump und blau ist Spin Jump. Warum springst du die ganze Zeit mit Spin Jump? Darf ich doch machen. Nein, wenn in der Messagebox steht, dass du bei Gelb normal jumpen sollst und bei blau Spin Jump. Ja, das wird sich auf was anderes beziehen. Von mir aus kannst du da ein Safe State machen, Conan. Ach, hier bin ich einfach durchgelaufen, ja gut. Mach da ein Safe State, Conan. Ja. Ja, das ist... Sehr guter Safe State. Soll natürlich passend zur Musik sein, ne? Also das ist so ein Running-Level. Ja, oh. Super. Ich mach die mal gerade weg, die Pflanze, und dann mache ich einen Safe State und dann starte ich durch. Oh. Ja. Das Scrollen der Hintergrund ist übrigens sehr schön. Ich hoffe, du hast ihn noch in anderen Leveln eingebaut. In jedem ab jetzt. Ich finde interessant, wie er natürlich langsam, also beziehungsweise fast still steht, wenn man in die gleiche Richtung zurückläuft. Das ist ein interessanter Effekt. Das ist der. Ja, das stimmt. Das hätte man auch fixen können. Nee. Doch. Wie? Glauben man muss. Also nein. Nee, ich glaube, geht tatsächlich. Ah, shit. Ich guck das jetzt nach, ob das. Natürlich geht das irgendwie, aber das ist halt die Sache, ne? Ob man das kann oder nicht. Ich kann's nicht. Blau bedeutet übrigens Spin Jump. Ja, das ist mit Control übrigens gar nicht so einfach zu wechseln. Doch schon, du musst nur die Controls richtig eingestellt haben. Dann geht das. Ja, hab ich aber nicht. Aber das schaffst du ohne Conan. Ich mach das schon, keine Sorge. Jetzt hat mir niemand zugehört, obwohl ich gerade die Lösung verraten habe. Hä, warum bist du überhaupt hier? Das interessiert aber keinen Zuschauer. Wer bist du eigentlich? Was macht eigentlich dieser Conan in diesem Let's Play? Spin Jump! Ja, der macht eigentlich nichts Interessantes. Conan, was hast du denn? Du hättest wohl eine Pause-Plattform. Ach so. Ja, jetzt weißt du es. Da kommen auch manchmal Pausen-Plattformen. Disneys große Pausen-Plattform. Da muss man sich aus. Man muss ja auch mal, wenn man sich anstrengt, muss man ja auch mal eine Pause machen. Und ja, man Snacks mal essen. Warum genau. Safe-State setzen? Nee, Safe-State Conan. Bitte dich. Ach so, das nicht. Okay, oh, scheiße. Ja, mein Gott, lass es. Das ist jetzt blöd. Hat er sowieso gemacht. Okay, das ist jetzt absichtliche Provokation, Mann. Wow, bist du gut, Conan. Ich glaube, ich sollte mehr Footballs in Level einmal. Das sind keine Footballs, das sind Pokéköpfe. Ja. So oder so. Kleines Spinjump, ganz winzig. Groß! Warum eigentlich? Ich kann doch da normal springen. Ja. Nee. Kannst du nicht. Ach so, dann kann ich das halt nicht. Bist du farbenblind oder so? Du kannst doch normal springen, Conan, aber es ist. Ja, aber hier ist ja auch blau gewesen und ich hätte normal springen können. Da habe ich halt gedacht, hey. Aber andersrum funktioniert es halt nicht. Das ist halt richtig. Spin-Jumps sind weniger. Haben eine geringere Weite als normale. Ich habe nicht genug Speed. Was? Ich bin eigentlich immer noch im gleichen Part. Auch das immer ist immer noch der zweite Conan Part. Conan hat nicht gerade, genug Speed. Ne? Musst du mal den Flo fragen. Oder den Dani aus dem Bergheim. Straight aus dem Bergheim. Sehe ich das gerade richtig, dass das immer noch der gleiche Part ist? Ich bin jetzt Ende des Monats in Berlin tatsächlich für ein paar Tage. Oh, es klappt sogar. So direkt bevor die Ausbildung anfängt. Hä? Blau bedeutet Spinjam. Ja, die waren blau, ich hab's gesehen. Ich hab nicht schnell genug reagiert, ich weiß es. Ohne Safe Sticks jetzt, Conan. Ja, tu ich doch. Nee.
Du hast ihn selbst auf der Pausenplattform gesetzt. Ja, aber die Pausenplattform ist ja nicht schlimm. Auf der Pause, wo man eigentlich ausruhen soll und sich ein paar Snacks gönnen. Ja. Ich hab aber muss auch mal was essen. Zum Beispiel eine Schokopizza. Zum Beispiel den Ofenkäse. Ofenkäse hätte ich jetzt nichts. Auf Essen hätte ich jetzt schon Bock. Das wäre, also Essen ist immer geil. Ja, Ofenkäse essen ist auch geil. Ich schieb mir erstmal einen Eichelkäse in die Mikrowelle. Schau dazu rein. Ah, nee, da. Oh nein. Ja, der perfekt platziert, ne? Ich distanziere mich von dieser Aussage. Das ist die nächste Pausenplattform, wo man ein paar Snacks. Gut ist, ne? Also so einen schönen Käse von Bäumen. Eigentlich soll man das, ja. Das ist auch wieder so eine Aufnahme, die ich von meinem Kanal nehmen muss, bevor ich an die Schüler rantrete. Nein. Warum? Du sagst ja nichts. Und dann merken die Schüler, dass du eigentlich gar nicht so langweilig bist. Genau. Weil du halt Leute kennst, die cool sind. Das ist eine super Aussage. So funktioniert das, ja. So funktioniert so Gesellschaft, genau. Jemand ist beliebt, weil er Leute kennt, die beliebt sind. Das hast du sehr gut erkannt. So funktioniert Gesellschaft. Oh Gott. Mach halt da ein Safe Stage. Ach, vergiss Nein, es. Nein, mach keinen Safe Stage. Das Level so weit kommt es noch, dass ich noch einen Safe Stage an der Stelle anträge. Hier mache ich einen. Ich hab, by the way, alle Level ohne Safe Stage. Wo ist die letzte Yoshi? Was? Ja, hast du verpasst. Wo ist die letzte Yoshi? Was? Verdammt. Warte, ich muss mal ganz kurz ins Level gucken. Waren auch. Oh, gut, dass wir den gelben Switch schon haben, by the way. Schönes Profilbild übrigens, Flo. Danke. Das bin ich. Ja, guck mal, ob du überhaupt viel gesetzt hast. Ich seh nur Brüste. Ich weiß nicht, ob das du bist. Hä? Hä, das könnten auch Katjas Brüste sein. Ja, klar. So eine Schultern. Aha. So. Wir gucken ganz kurz in dieses Level rein, aber wir spielen es nicht mehr. 46 Minuten Part. Deswegen. Wir gucken noch ins nächste Level rein. Das ist eins gutes Level. Ja, also wenn es in der Messagebox steht, muss es ja stimmen. Ne? Also ich finde, das kannst du noch spielen können. Oh, ich erkenne es jetzt schon. Nein, Janis, ich erkenne zwar die Intention, aber nein. Doch. Das ist nur leicht. Das ist nicht exakt. Ich erkenne. Bist du dir sicher, Conan? Was ist das? Ja, ich hatte diese Fläche hier oben, hatte ich nicht. Das ist ConanKun88.smc. Es ist nicht exakt, aber es ist schon sehr exakt. Man kann auf jeden Fall über das Level laufen. Oh, guck mal. Oh! Das ist ConanKun88.smc. Ja, Tatsache, es ist ConanKun88.smc. Ja, hat er halt wirklich umgebaut. Wow. Aber in geil. In geil, ja. Ich sag ja, guck mal, das hatte ich nicht. Außer die Mantia, die fliegen immer noch. Ich erkenne das halt in jedem Stil wieder, das Level, ey. Das hier war auch von mir. Shoutouts an... Alles war von dir, Conan. Oh, das liebe ich, das ja. Ist exakt, ich habe den Level exakt 1:1 umgebaut. Und natürlich oben ein bisschen was hinzugefügt. So eine Decke und so. Oh, du hast auch den Zwischenraum eingebaut. Ich liebe dich. Natürlich. Es ist 1:1. Flo, ich finde das ein bisschen frech, dass du geklaut hast. Ja, stimmt. Erst aus Jump, jetzt aus dem Meisterwerk ConanKun88.smc. Ja, genau, natürlich. Vor allem... Egal, das wäre Spoiler, das möchte ich nicht sagen. Scheiße. Da ist überhaupt keine kreative Eigenleistung zu vorhanden. Festzustellen, wolltest du sagen. Das ist Flo, das Gastlevel von Conan. Also, Flo, kennst du Level 130 in den Ferien? Und den Normal Exit sehen wir dann beim nächsten Mal. Okay, weil... Ach, Level 130... Ne? Level 130, ja. Oh, das ist ja cool, mein eigenes Level darf ich spielen. Guck mal, wie das so aus. In gut. Oder war das Level 130? Ich meine, es war 130. Ja, es war 130. Ja, genau. Das ist wieder ein ganz super Secret, Conan. Ist das so ein gutes Secret wie in, Top-Secret-Pimpel. Ach so, den kann ich wegnehmen. Ah. Du hast den Part nicht beendet. Ich weiß, genau. Weil ich hier noch ins Yoshi ausgegangen bin. Das ist ein Rechtschreibfehler. Das soll heißen, du bist eins wertvoller Mensch. Das ist doch ein schönes Ende jetzt für ein Level. Du sagst ja gar nichts dazu. Hier wird auch mal, wir werden auch mal Menschen wertgeschätzt. Ja, ja, ich musste nur gerade an die Kommentare unter Gronks Video denken. Der eine Typ, der immer reinschreibt: Hey, du, wenn du das liest, du bist so wertvoll. Ach so, du bist perfekt, ja. So wie du bist. Ja, natürlich, das war meine Intention. Alter, der Typ, ne? Oh. Oh, guck mal, ein Map 16 Edit hier. Ein guter Hackerspass. Oh, der Mond ist aber trotzdem traurig. Den mag keiner. Ja. Schade. Ich habe übrigens nicht nachgezählt, wie viele Leben da, aber man kann einige Leben sammeln da. 88. Nee. Schade. Der Mond ist traurig und sitzt alleine in der...
Also ich denke, wir haben jetzt genug Leben für die nächsten Level. Dann kann ich auch Safe Sendless weiterspielen ab dem nächsten. Was ist das denn? Ein Jumpscare. Oh! Ja, schmeiß mehr. Die Pilze ins Gesicht. Er schmeißt dir richtig die Pilze raus. Warum ist jetzt das Level... Hey, ich war nicht fertig. Hier geht's noch weiter. Nee. Ach, das wird beendet, wenn er eine gewisse Level an, wenn er eine gewisse Lebenanzahl weggeschmissen hat. Okay. Super ASM und so, voll nice. Cool. Ja, voll guter so. Hack. Kommt eigentlich das Wasser da unten auf der Map her? Richtig guter Hack auf jeden Fall. Das fließt hier, da fließt das so rein und dann. Eine Höhle. Genau. Nee, das ist eine Bergquelle. VLDC 9 Overworld. Fast so perfekt wie die. Oder das. Meme. Einfach abgerippt aus SMB. Was? Ja gut, nächstes Mal geht's hier weiter. Ich entschuldige mich fürs Zuschauen. Hallo. Du bist ein wertvoller Mensch, jeder ist sich selbst genug. Dafür entschuldigst du dich, Conan. Was bist du nur für ein Mensch? Conan ist ein Nazi. Was für ein Arschloch. Nazi. Das war jedenfalls. Ein Part können wir noch machen, Conan. Eins Part. Ich meine, dein Level wirst du doch noch spielen, du. Auf jeden Fall. Das war der zweite Part von WKGP. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und tschüss. Tschüss.